Hallo Tina, Tina Wüst. Ich freue mich super doll, dich bei mir im Werner Talk zu haben. Wie geht's dir heute? Ja, draußen scheint die Sonne, es ist herrlich warm und ich habe Feierabend für heute und insofern geht es mir bestens. Feierabend von was, Tina? Ja, ich bin selbstständige Personal Trainerin mit einem kleinen Mikrostudio. Also ich mache Krafttraining durch Elektromuskelstimulation. Du hast ja da auch sehr aktive Leute in deinem Hintergrund schon. Eine sehr schöne Ganzkörperübung, ne? So Ich bin Plank auch. vorbereitet. Ja, genau, du bist super vorbereitet. Sowas mache ich den ganzen Tag. Also Krafttraining, Vibrationsplattentraining mit der Powerplate und EMS Elektromuskelstimulation. Diese Aber ich Vibrationsgeschichte habe. finde ich, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen kann, diese Vibrationsplattform, das ist ja wirklich cool. Das habe ich auch schon mal gemacht, noch in meinem früheren Zuhause in Bad Homburg, in einem Studio. Und das geht wirklich komplett. Ich hatte immer das Gefühl, bis auf die Knochen oder dass die Knochen mitgewackelt haben. Ne? Also das geht durch und durch. Man merkt, besonders irritierend ist es im Gesichtsbereich, je nachdem, wie man Ja. steht. Ne? Ja, es ist, also ich habe wirklich ein sehr großes, sehr schweres Gerät. Wiegt 217 Kilo, ist die größte momentan auf dem Markt befindliche Powerplate. Powerplate ist auch Marktführer in der Vibrationstechnologie, ist ja eine ganz alte Technologie. Unsere deutsche Fußballnationalmannschaft trainiert da auch bei jedem Spiel drauf, hat leider nicht so dolle viel gebracht. Ich wollte gerade sagen, das ist ja. Okay. Gehen wir lieber nicht drüber, genau. Nein. Also es ist sehr effektiv und wenn das zu sehr in den Kopf geht, dann kann ich dir nur dringend empfehlen, das nochmal auszuprobieren, aber dann mit einem Personal Trainer, der dir also sofort Tipps gibt und dir sagt, achte darauf, du musst die Muskulatur in Vorspannung bringen, weil sonst wirst du einfach nur durchgerüttelt. Ganz schlicht und ergreifend. Wenn dein Körper nicht in Spannung ist, tut dir die Vibration nicht sehr viel. Der Muskel soll ja kontrahieren, ne? Das ist ja der Sinn dieser Übung. Und nur dann ist auch das Training ungefähr 5 bis 10 Mal effektiver, als wenn du die gleiche Übung einfach so machst. Wenn du jetzt Bizeps pumpst, machst es aber auf der Vibration, hast du eine wesentlich deutlicher, stärkere Kontraktion der Muskulatur. Das heißt, du machst die Übung 5 bis 10 Mal anstrengender, als wenn du sie so machst. Und das ist ja ein Full-Body-Training, ne? Kannst du auch Genau, empfehlen. 97%, genau, 97% aller Muskeln im Körper werden trainiert. Auch nicht die oben liegenden. Viele Frauen haben ja dann Angst, auch nicht zu viel. Die wollen ja nicht diese Pakete haben. Also nicht alle Frauen, ne, Nee. möchten ja gar kein Sixpack. Die möchten einfach nur ein straffes Gewebe. Dazu brauche ich die Tiefenmuskulatur. Und das ist das, was man mit EMS, also Elektromuskelstimulation in diesen Astronautenanzügen, hast du bestimmt auch schon mal gesehen, Genau. und auf der Vibration macht in unterschiedlichen Schichten. Die Haut hat ja verschiedene Schichten und darunter liegt das Muskelgewebe. Erst kommt noch das Fettgewebe und man möchte ja einfach nur alles straffen. Das heißt, wenn du also Genau. geregelt Krafttraining machst, dann baust du nicht diese Pakete auf, ne, wie die Bodybuilder das haben, sondern du baust die gesunde Tiefenmuskulatur auf. Und das ist eigentlich das Schöne daran, dass du zwar definiert bist und straff die Haut straffst, aber nicht diese riesen Pakete und nicht solche Oberschenkel dann anschließend hast, weil das findest du dann nicht mehr witzig als Frau. Du hast eben deine Arme gehoben. Zeig mal deine Muckis. Ja, also es ist jetzt, ne? Also ich. Aber man sieht das schon, man sieht ja, wie oft bist du selber im Training? Jeden Tag natürlich, ne? Also ich bin jeden Tag, mache die Übungen auch vor. Ich leite die Kunden ja an. Ne, jetzt endlich ja auch erst wieder. Und wir haben ja sehr, sehr lange Pause gehabt. Aber trotzdem mache ich dann ein, zweimal in der Woche Krafttraining für mich, dass ich ins EMS-Gerät gehe, dass ich auf die Powerplate gehe. Aber ich mache ja nicht nur dieses Krafttraining, sondern ich mache auch ein Vakuum- und Kompressionstraining. Damit bin ich auch sehr alleine, habe ich also eine sehr gute Stellung hier bei uns. Das ist mit der Hypoxie-Methode. Da geht es dann darum, moderates Fettverbrennungstraining, Umfangreduktion, Gewichtsverlust, aber halt für uns Frauen nicht hier oder an der Oberweite, wie man es oft hat, sondern durch das Vakuum greife ich ab unterhalb der Brust an, Ja. ne, und erziele dann, ja, wenn ich es intensiv betreibe, in der Woche eine Kleidergröße. Wow.
Oh wow, wo ist dein Studio? Habe ich eine neue Kundin? Ja, also ich meine, hey, weißt Sieht du, das Tina, super schön aus. ja, aber nach unten, ne, guck mal, mich siehst du bis hier, alles was nach unten rutscht, ja, nein, also und bei den Fotos stelle ich mich immer schick zur Seite. Ich weiß ja, gekonnt wie. Nein, aber in der Tat, sage ich dir, habe ich 3 Kilo zugenommen in der Corona-Zeit, wahrscheinlich wie viele andere auch. Und das ist jetzt kein Drama, überhaupt nicht, aber die hätte ich halt gerne wieder runter. Wir haben auch viele Frauen, die zum Beispiel ein Lipödem oder ein Lymphödem haben. Ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich schon mal von gehört, ne? Ja, Von Vita. ich hatte mal eine sehr interessante Frau im Werner Talk auch, die das hatte und mir erzählte, dass das sehr schmerzhaft ist, ne? Und ja, das fand ich interessant, aber das hilft bei diesem Krankheitsbild auch. Genau, es ist ja eine genetisch bedingte Stoffwechselerkrankung, ein Lipödem zum Beispiel. Jetzt gerade auch Lymphödem, ganz großes Thema, weil die Temperaturen so steigen. Dann tragen die Frauen bei solchen Temperaturen Thrombosestrumpfhosen. Also ich habe wirklich alles, Menschen, die wirklich leiden, Frauen, die leiden, wo ich dann schon von Weitem sehe, oh nee, die kann da nichts für, man kann da nichts für. Und dann hat man einen Hormonschub, sei es durch Wechseljahre, sei es durch eine Schwangerschaft, ne? Und dann kommen Schübe und die Beine werden halt immer dicker. Sind halt diese Frauen, die diese sehr stämmigen Beine haben und die können da überhaupt nichts für. Die können noch so viel Sport machen. Das Einzige, womit sie wirklich Erleichterung finden, sind die Hypoxygeräte, die ich dann auf Abstauen stellen kann, sodass Flüssigkeit aus dem Körper rauskommt und die einfach ohne Ende auf Toilette gehen und sich danach auch wirklich einfacher und leichter fühlen. Ich hatte nach der langen Zeit des Lockdowns, als wir dann endlich wieder anfangen durften, nach über 30 Wochen, hatte ich dann eine Kundin, die war wirklich, saß dann im Gerät, auch eine Lipödem-Kundin, bis zur Taille ganz schmal und dann kommen halt die sehr stämmigen Beine. Und die war wirklich am Weinen. Die war wirklich am Weinen im Gerät und sagte, Tina, ich bin so froh, dass ich wieder hier sein darf. Ich habe so gelitten in den ganzen Wochen des Lockdowns. Und obwohl ich ja 1:1, ne, also durfte ich ja trotzdem nicht öffnen, weil ich unter der Kategorie Fitnessstudio falle, was ich aber eigentlich nicht wirklich bin. Das ist, ne, und die war dann am Weinen und sagt, ich fühle mich direkt viel besser, Tina. Ich fühle mich, als wenn ich jetzt hier im Gerät schon 2 Kilo abgenommen habe, weil durch dieses Vakuum sie sich einfach direkt viel leichter fühlte. Und ja, der Venenfluss, der Lymphsystemfluss wird angeregt. Das sind alles so Aspekte, was dann wirklich durch diese Technologie gefördert wird und fühlen sich direkt viel besser, haben dann auch keine Schmerzen mehr. Ganz wichtig bei all dem ist aber immer die Ernährung. Nee. 40 bis 50% vom Erfolg jeder Trainingsmethode. Du kannst noch so viel trainieren, wenn du deinem Körper nicht das gibst, was er in dem Moment braucht, ist alles umsonst. Ja, das ist richtig. Und gerade für uns Frauen, desto älter wir werden, desto langsamer wird unser Stoffwechsel. Ich erkläre das auch den Kunden immer wieder ganz gerne. Denkt einfach daran, morgens wirklich Kohlenhydrate, was das Zeug hält, was reingeht in euch. Und nach dem Training, egal ob Krafttraining oder Hypoxietraining, immer die Eiweiße. Guck mal. Und nicht hungern, nicht hungern. Nicht hungern, yay, nicht hungern. Nein. Und auch die Schokolade ist nicht schlimm. Das ist vielleicht die beste Nachricht des Tages. Schokolade ist überhaupt kein Thema. Dafür hat sich unser Werner Talk doch schon gelohnt und wahrscheinlich für viele, viele der Zuschauer und Zuschauerinnen. Yay. Aber die Tina hat es gesagt, Schokolade ist erlaubt. Ja. Ja, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ich wollte gerade sagen. Genau. Wann denn? Zu welchem Zeitpunkt ist es denn am besten? Ja, nicht abends vorm Schlafen gehen eigentlich. Ne? Das Bett ruft, ja, genau. Geliebte. Also zu den Mahlzeiten, entweder vor der Mahlzeit oder nach der richtigen Mahlzeit. Also der Mensch sollte am Tag 3 gesunde Mahlzeiten zu sich nehmen, immer mit 4 bis 5 Stunden Luft dazwischen. Morgens sehr kohlenhydratlastig, damit der Körper erstmal in Wallung kommt, die Speicher auffüllen kann, um Gas für den ganzen Tag zu haben, um Kraft für den ganzen Tag zu haben. Und dann je nachdem, welche Sportart man betreibt oder was man macht, immer Eiweiß. Ja. Immer Eiweiß, Eier gerührt, geschüttelt, geshakt, Lachs, Thunfisch, Hülsenfrüchte, ne? Geht alles. Ein schönes Steak, so wie jetzt bei dem Grillwetter, mit einem schönen Salat, super. Wichtig ist dann immer auf die Fette ein bisschen zu achten. Also Essigöl ist dann die beste Variante, aber auch das in Maßen. Also nicht den armen Salat ertränken, sondern dann. Ja. Es gibt alles, es gibt alles. Ja, ja, ja. Ich fragte letztens eine Kundin, das war auch so süß.
Tina, Popcorn ist doch nicht schlimm abends vom Fernseher. Und ich schlage so die Hände über den Kopf zusammen und denke, nee, ist richtig schlimm. Alkohol ist immer richtig schlimm. Und, aber wie gesagt, die Süßigkeiten und das, was man halt gerne mag, es gibt ja auch Menschen, die mögen halt gerne Popcorn, andere essen Ja. Nutella. Wenn ich aber zum Beispiel nach dem Abendessen mir zwei Schokoladenriegel gönne, ist das überhaupt gar kein Problem, weil der Insulinspiegel ist eh ganz oben. Und wenn ich aber eine Stunde warte, dann fällt der Insulinspiegel nach dem Abendessen langsam wieder ab. Ne? Dann esse ich ein Stück Schokolade, dann schnillt er durch den hohen Zuckeranteil wieder nach oben. Und dann hast du mehr Hunger, als du vorm Abendessen eigentlich gehabt hast. Weil eigentlich warst du ja satt. Richtig. Das ist diese Jojo-Falle, ne? Dass man dann denkt, ich darf gar nichts mehr und so. Das ist also totaler Quatsch. Wenn man Kartoffeln kann man ohne Ende essen, Nudeln, Vollkornnudeln zum Beispiel, kann man auch ohne Ende essen. Gutes Fleisch ohne Marinaden und so kann man ohne Ende essen. Da passiert gar nichts. Und ich habe nicht zugenommen, auch in 30 Wochen nicht, so leid es mir tut. Mein Leitmotto ist eigentlich, dünn sein ist das eine, durchtrainiert und schlank ist eine ganz andere Nummer. Und dann noch ein schöner Tipp zum Schluss, dann höre ich auch auf mit dem Thema. Wenn ihr zwischendurch mal Hunger habt, dann nehmt euch eine Paprika. Einfach so eine rohe Paprika, ein bisschen knuddeln oder eine Möhre zum Beispiel, geht auch super gut. Einfach so ein bisschen, damit der Magen unten das Signal kriegt, hey, da gibt es gleich was Vernünftiges. Weil oft ist das so, dann kommt man nach Hause, dann ist noch nichts fertig, weil man muss ja noch Essen machen. Ne? Und dann nimmt man schon mal das, was da so gerade sich befindet in der Küche. Ja, genau. Da kann ich also nur jedem empfehlen, dann lieber eben so ein bisschen Dipgemüse ohne Dip oder mal eine reine Buttermilch trinken, ist auch super schön, macht die Haut auch schön. Ist auch eine super Variante, gerade bei dem warmen Wetter draußen. Genau. Bevor man dann gezuckerte Getränke oder so nimmt. Vielen Dank, Tina, für deine wunderbaren Tipps.